Nee. Ah! Nein, was macht er? Moin, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir müssen Chong vor Kopfgeldjägern in Blackwater retten und Blackwater ist die große Stadt hier vor uns. Oh, das sieht cool aus. How many? A lot. Uniforms everywhere. Ach, hier liegen sie ja schon. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Guten Tag. Keep your eyes open. I am. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater to see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. Well, we got a lot of money sitting in that town. Not toy. And that's where it's going to remain for now. Why haven't they hanged Sean? Ich glaube, diesmal wird's nicht ganz so einfach, wie eine Dampfmaschine anzuschließen und einfach so eine Mauer einzureißen. Gentlemen? Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess... We need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Up here, Josiah, come on. Let's go see. Okay, also jetzt erstmal noch beobachten angesagt, so ein bisschen. The government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well... We'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Tja, meine lieben Freunde hier, dass die Regierung, die hat's faustdick hinter den Ohren, die wissen ja auch von den Außerirdischen, ne, die wir heute schon gesehen haben. Ruf Tata. Finde das Boot. Okay, dann. Warte mal. Ich kann ja auf die Map gucken vorher noch. Ah ja. Ich mach mal eine Wegmarke. Was? Habt ihr gesehen, wo der mich langführen will? Einfach mal so fett außenrum? Nee, komm. Wir machen das jetzt hier auf direkten Wege. Ich gehe doch da jetzt nicht außenrum. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht sogar von oben hier sehen können. Da ist ein Boot. Okay. Alright, Gentlemen. Follow me. Alles klar. Wir sollen ihm folgen. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. Ne. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Okay. Die wissen sich hier offensichtlich zu beschäftigen, während wir dieses Boot verfolgen. Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. Okay. Ich sollte vielleicht noch mal kurz was essen tatsächlich. Weil, oh, jetzt haben wir glaube ich auch kaum noch Vorräte tatsächlich, oder? Zum Essen. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe alles aufgegessen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ah ne, doch, Cracker habe ich noch. Weil, ne? Wir müssen ja hier dafür Sorge tragen, dass wir mal genug Leben intus haben und so. Wenn das Herz voll ist und ich esse weiter,
Kann das sein, dass ich dann vielleicht zunehme? Premium-Zigaretten. Die Cracker sind tatsächlich das einzige Nahrungsmittel, was ich noch dabei habe. Vielleicht sollten wir ein bisschen schneller reiten. Wo ist denn das Boot? Ich sehe es gerade irgendwie nicht mehr. Sind die da noch unten? Halte L1 gedrückt. Ah ja, Fernglas. Binoculars, Gentlemen. Binoculars. Gucken wir mal. Zoomen. So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year. Okay, der Typ hat einen Sack über dem Kopf. Jetzt haben sie certainly kicking up enough of a fuss. Oh je. Der wird verprügelt gerade. Okay, das sind 4 Leute und dann noch einer auf dem Boot, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh yes. They're taking him up the canyon. Naja. Okay, dahin wollen sie. Let's go. Wunderbar. I've got an idea. Follow me. Okay, unser Stadtpimp hier, der hat die Idee seines Lebens jetzt, um die 2 da unten loszuwerden. Ich würde sie ja einfach alle mit dem Bogen ausschalten, aber okay. Vielleicht hat er ja was Kreativeres vor, man weiß es nicht. Er will jetzt aber nicht dahin reiten, oder? Es ist überhaupt nicht auffällig, was wir hier machen. So, irgendwie. Ja, und nun? Was ist jetzt deine Idee? Ach, was? Okay. Na gut. Take out your knife. Take out your knife? Ach, Quatsch. Ich mach das jetzt anders. Wir nehmen das jetzt hier im Bogen. Wait until he's got them off guard before crossing. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das gut geht. Ich nehme den links, okay? Na? War doch gut, oder nicht? Wie der Kopfgeldjäger in unseren Kollegen reingerauscht ist. Nicht schlecht. Hey, Moment mal, ich will die noch ausrauben hier. Die haben doch Muni und alles Mögliche dabei. Vielleicht haben die auch Essen. Essen geht mir nämlich so langsam aus. Ich muss wirklich mal ein bisschen dafür sorgen, dass ich mal ein bisschen mehr koche und mitnehme. Oder dass ich... Ja. Oder dass ich halt... Ah, da sind sie. Oder dass ich ein bisschen was zu essen kaufe halt von dem Geld, was ich habe. Ja. Wo ist denn Arthur hier oder wie er heißt? Nicht mehr da. Ach komm. Nimm den anderen. Schnell. Ah. Nein, was macht er? Nein, wirklich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die sich umdrehen. Scheiße. Er lebt ja noch, der andere. Ich glaube, ich bin zu weit weg, glaube ich, für die Flinte hier. Okay, den habe ich. Ja, er schießt doch erst den... Okay, alles gut. Schnell rennen, 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 rennen.
Wer ist das da? Das war gut. Ah, was? Der steht ja noch. Das war gut. Rennen! Rennen, 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 rennen! Ah! So. Jetzt gibt's hier... Ah! Oh, 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 duck dich! Erschieß ihn doch! Nein! Ah, die Waffe ist nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt nicht Mission neu starten, sondern Kontrollpunkt. Die Waffe ist echt nicht so gut, muss ich sagen. Ich finde, das andere Gewehr fand ich besser. So auf die Distanz. Das war irgendwie präziser. Ah ja, okay, hier ist der Checkpoint. Ich will aber nicht mit dem Messer machen. Ich will hier mit dem hier machen. Mit Bogen. Mit Bogen ist das doch viel spannender. Im wahrsten Sinne. Man muss ja den Bogen auch erstmal spannen. Warte mal, das ist schlecht. So. Okay. Warum haben die Amdan eigentlich keine Bögen dabei? Mal so blöd gefragt. Das wäre doch viel praktischer. Da müssen die nicht immer ranlaufen. Okay, sauber. Er liegt hier wieder. Sehr schön. Ja. Weiter geht's, weiter geht's. So, die will ich jetzt nochmal versuchen, lautlos auszuschalten. Okay. Ja, jetzt muss ich wieder die Knifte... Habe ich nicht noch eine andere Flinte? Warte mal. Ist das die einzige, die ich dabei habe? Ich habe... Das ist echt die einzige, die ich habe. Okay. Doppelläufige Flinte. Da muss ich näher ran an die Leute. Aber das ist halt hier in der Situation gar nicht so einfach. Okay, ich renne mal nach vorn. Ich versuche mal nicht ganz so oft getroffen zu werden jetzt. Ich meine, wenn ich nah dran bin, mache ich natürlich auch ordentlich Schaden mit der Waffe. So zum Beispiel. Wenn ich ihm das Knie wegschieße. Das war auch gut. Das war gut. Und dann visier doch an. Oh, scheiße. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen. Schnell, weit weg, weit weg. Ich muss aufpassen, dass die mich jetzt hier nicht wieder töten. Ah, warum visiert er nicht jetzt? Nein. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, ich schieße hier die ganze... Nein, von wo denn jetzt schon wieder? Mann. Von wo kam das denn jetzt? Von oben irgendwo. Scheiße. Okay, die Waffe ist echt kacke, muss ich sagen. Ich muss nochmal an mein Pferd ran jetzt. Ich muss die Waffe nochmal ändern. Ich hoffe, ich habe noch eine andere dabei. Ja, crouch out of sight. Jetzt erstmal, Moment, wo ist mein Pferd? Hier hinten ist mein Pferd. Ich muss nochmal schnell eine andere Waffe rausholen. Ich habe da noch das andere Gewehr dabei, oder nicht? Repartierkarabiner. Genau, den will ich mitnehmen. So. Und nicht dieses komische, diese komische fette Knifte da. Das geht gar nicht. So, jetzt probiere ich das mal so. Mit dem Messer. Jetzt probieren wir das mal anders. Nimm die Pistole. Nee, ich nehme mein Gewehr. Das passt schon. Das, mit dem habe ich bisher immer gute Ergebnisse gehabt. Also mit dem anderen, nicht mit dem neuen, was ich da über dem Kamin gefunden habe. Das ist irgendwie nicht so. Das ist mehr so ein Nahkampfgewehr. Und das ist natürlich in der Situation nicht so cool. Ach, er hat sich hingeworfen, damit er... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Huh. Austauschen. Sehr gut. So, jetzt kann ich nämlich dann auch hier meine Langwaffe nehmen. Das ist dann nämlich jetzt besser. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with.
So, damit kann ich nämlich besser umgehen. Ja, genau so. Perfekt. Damit kann ich auf die Ferne halt besser zielen einfach. Und treffe auch besser. Oh Gott, oben sind sie. Und besser. Mann, lad! Okay. Ist den da? Ja. Triff ihn halt. Los! Ich muss mal auch versuchen, die da oben mal ein bisschen zu treffen. Warum trifft er denn jetzt nicht hier? Hallo? Erschieß ihn. Oh Gott. Weißt du, die da oben treffen mich halt so. Okay, der ist weg. Alter, wie treffen die mich denn? Das ist doch nicht normal, der da oben da, der eine. Ich kann den aber auch gar nicht richtig anvisieren, ey. Ich muss den da oben loswerden. Ja, ich hab ihn! Das ist der gefährlichste von allen gewesen. Das ist nämlich der, der mich die ganze Zeit hier weggesniped hat. Sind die beiden tot schon? Ja, okay. Was? Wo schießt er denn hin? Ah, da. Stirb. Welcher von denen ist Charles? Ich kann es nicht erkennen. Scheiße. Der linke oder der rechte? Ah, da ist ja noch einer. Müssen wir da hochklettern? Können wir da hochklettern? Müssen wir außen rum? Wo müssen wir denn hin? Hier hoch. Schnell. Schnell. Du schießt aus der Hüfte, vielleicht deswegen. Ah. Schieß doch. Ich will die mal plündern hier. Ich brauche Munition und so. Wir haben doch bestimmt was dabei. So viel Zeit muss sein, ja. Hier starke Arznei und sowas. Ich muss sowas auch mal ein bisschen häufiger einsetzen. Ich muss mich mal heilen in so einem harten Gefecht. Puh, Alter, das war jetzt mal ein Kampf. Aber der ist immer noch nicht zu Ende, wenn ich mir das angucke. Wie schnell sie sind, wenn sie da durchs Unterholz huschen. Taken down. Alter, wie viele das sind. Ja, nimm doch die Waffe. Nimm doch die Waffe, bitte. Nimm die Waffe. Nimm sie einfach. Schieß! Ah, Mann, warum? Okay, das war gut. Was? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, sauber. Er fällt. Da hinten. Nachladen, schnell! Da ist noch einer. Ja, das war gut. Sehr gut. Haben wir sie? Rechts sind noch welche. Ah! Schieß doch! Ah! Das war gut. Schnell, 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 schnell. Aua! Nein, 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 nein. Von wo denn nun schon wieder? Von oben irgendwo. Hoffentlich war das jetzt ein Kontrollpunkt. Nicht, dass ich wieder vom Wasser da unten anfangen muss. Okay, alles klar, gut. Das wäre jetzt ein bisschen krass gewesen, wenn ich wieder von unten hätte anfangen müssen. Puh, das ist ganz schön anstrengend, ey. Dabei war das so gut. Au, 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 au. Was macht er denn? Um Gottes Willen, geh doch runter da! Da ist er.
hinten war noch einer. Kommt wieder nicht vor natürlich. Das war gut. Ich war ein bisschen ducken hier. Nichts noch. Warum? Er lädt immer so ewig nach manchmal. Los, schnell. Nein, der lebt ja immer noch, der eine da. Au! Ist der da tot? Ich hoffe's. Lebt der hier hinter noch? Nee, der ist auch tot. Okay. Der hier lebt noch. Stirb! Ich bin schon wieder nur noch so mit halbem Leben dabei. Das ist gar nicht mal so gut. Da oben sind sie, die kleinen Schweine. Jetzt habe ich sie gesehen. Nimm doch die Waffe in die Hand, Junge. Wie er die Waffe einfach wegsteckt. Das, nur weil er da mal plündert. Das war gut. Diese kleinen Scharfschützenschweinchen da oben. Die müssen wir wegknallen. Jawoll! Da haben wir den Anzug durchlöchert. Sehr gut. Okay, sie rennen weg. Ich hab's geschafft. Oh. Spielbär benutzt das Deadeye mit Zielen und R3. Also Stick reindrücken. Okay. Muss ich mir mal raufschaffen auf jeden Fall. Wie gesagt, steuerungsmäßig bin ich natürlich noch nicht so bewandert hier. Da muss ich, wie gesagt, noch sehr viel üben. Dass der keine Kugeln abgekriegt hat hier. Machen wir ihn mal ab. Hast es bloß von mir abgelesen. Du alter Ire, du. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah. I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not. The joy is back in your lives now. Okay. Kompendium aktualisiert. Tomahawk. Details ansehen. Da will ich jetzt mal mir Details angucken zum Tomahawk. Lieblingswaffenrang 8 von 59. Ein einfacher Tomahawk mit einem leichten Holzschaft und einem schmalen Kopf. Diese kampfstarke und schnelle Wurfwaffe ist ideal für überraschende Angriffe. Fernangriffe. Lässt sich aber bei Bedarf auch als Nahkampfwaffe benutzen. Okay, habe ich die jetzt bekommen, ja? Weiß ich jetzt gerade nicht. Mal gucken. So. Lampe. Nö, irgendwie. Irgendwie ja nicht so. Oder ist es in meinem Pferd? Warte. Wo ist denn das Tomahawk? Hm. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich das Lasso rausgeholt. Okay, boy. Dann setzen wir uns mal wieder aufs Pferd drauf. Deadeye ist Zeitlupe, womit du besser zielen und schießen kannst. Ach so, also Bullet Time. Sag doch einfach Bullet Time, dann weiß ich, was ihr meint damit. Ich hab doch keine Ahnung, was Deadeye bedeuten soll. Ihr müsst dran denken, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich weiß nicht, was diese ganzen Red Dead Redemption Begriffe bedeuten. Wenn ihr Deadeye sagt, kann ich mir da nichts drunter vorstellen. Ihr müsst schon in einer Sprache reden, die ich verstehen kann. Und, Bullet Time, das kenne ich aus Matrix. Oh, ah, jetzt wird natürlich wieder das Gebiet hier markiert. Ich will aber doch erstmal plündern. Man hat nicht mal Zeit hier
alles zu plündern. Zigarettenbilder. Eins von zwei gefunden. Ich hatte doch aber schon eins. Das irritiert mich jetzt auch ein bisschen. Ich hatte doch schon eins gefunden. Ein Zigarettenbild. Ich gehe jetzt mal hier rein und guck mal, was hier drin ist. Oh, okay. Da ist nichts drin. Hier gibt es doch bestimmt noch Zeug. Plündern. Bestimmt gibt es hier noch viel mehr Zeug. Warte mal. Wenn der jetzt plündern sagt, muss er ja erstmal den Container aufmachen, ne? Nehmen, genau. Pistolenmunition. Was haben wir hier? Nichts. Hier ist doch Champagner oder sowas, oder? Moment mal, befragen. Ach so, die wollen mich jetzt... Nein, was mache ich denn jetzt hier? Warum? Leg den doch weg. Warum hast du den denn jetzt aufgehoben? Weg mit dem... Ja, hier... Ich komme ja schon, Moment. Entschärfen. Was denn? Ist doch okay. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ich habe eine Leiche über meinen Schultern getragen. Warum hat er den denn jetzt aufgehoben? Mann. Ach. Das war jetzt wieder viel zu viel auf einmal. Das habe ich jetzt nicht umrissen, was ich jetzt machen muss. Und dann hat er da irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich die Taste gedrückt und er hat den aufgehoben und ich konnte den nicht mehr weglegen aus irgendeinem Grund. Naja, egal. Jetzt sitze ich im Knast. Das geht aber echt schnell, dass die da danach direkt kommen. Man kann ja nicht mal das Gebiet untersuchen. Das ist ganz schön krass. Und nu? Ich hoffe, die holen mich da wieder raus. Game over, das wäre jetzt natürlich geil. Ach so, ich muss die Zeit einfach absitzen, oder? Ich meine, man kann mir ja am Ende des Tages nichts anhängen, so. Ich meine, ich habe ja nichts gemacht. Ich war nur da. Das heißt ja nicht, dass ich was gemacht habe. Wo ist mein Pferd jetzt eigentlich? Ah, hier, hinten, hinter mir. Dann, ja. Dann waren wir mal kurz am Rand von Strawberry jetzt gewesen, aber wir waren jetzt nicht wirklich in der Stadt drin, ne? Wir haben es von Weitem mal kurz gesehen. In das Gebiet zurück und looten, ist das nicht möglich? Ich weiß halt nicht, ob wie lange das Zeug dann da liegt, ne? Ich meine, markiert ist es ja, glaube ich, auch noch, oder? Ich gehe nochmal dahin. Vielleicht ist das wirklich schlauer. Erstmal wegreiten, warten, bis man nicht mehr gesucht wird und dann hinreiten, um zu plündern. Aber man ist halt immer so gierig, man will ja den Loot sofort haben. Ich muss mir jetzt, glaube ich, echt mal dringend was zu essen kaufen. Oder irgendwie was kochen am Lagerfeuer, weil ich habe nichts mehr zu essen. Ich kann mein Leben nicht mehr auffüllen. Das wird langsam echt ein bisschen kritisch. Gerade beim Kämpfen auch. Man verbraucht echt viel Essen. Hätte ich nicht gedacht, dass das Essen wirklich wichtig ist hier. Krass. Aber ist schon gut. Also, hab nichts dagegen, ne? Genauso mag ich das eigentlich, dass das auch mal ein bisschen sinnvoll eingesetzt wird und nicht einfach nur so... so optional ist, ob man jetzt was isst oder nicht. Dass man sich da ein bisschen drum kümmern muss, so. Okay, jetzt schauen wir mal. Das war schon die Ecke hier, oder? Ja. Hier war das. Okay, dann... Aber jetzt ist alles weg, genau das meine ich nämlich. Es ist alles weg. Guckt euch das mal an, das sieht ja ganz anders aus jetzt. Hm, das ist kacke. Aber vielleicht muss ich wirklich dann direkt nach der Mission einfach wegreiten, kurz warten, einen Stunt hinlegen, so wie diesen hier, und dann... Und dann einfach nochmal hinreiten und, ne? Plündern. So, jetzt sollte ich vielleicht erstmal was zu... Mann, was ist denn jetzt los? Jetzt sollte ich vielleicht erstmal was trinken, was zu essen kaufen. So. Jetzt sind wir im Lager. Okay. So, dann würde ich sagen, ich packe jetzt nochmal ein bisschen was in die Klingelbox hier. Die sind ja alle besoffen hier irgendwie. Hm.
Okay. Party? Alles klar. Kann ich hier jetzt nichts reinpacken? Okay, jetzt muss ich erstmal mitfeiern hier, glaube ich. Wieso kriege ich eigentlich nichts zu trinken? Ich mache hier die ganze Arbeit. Hm. Die haben ja alle Spaß gerade. We'll have this camp running like clockwork. I love you, bastard. Und leicht angeheitert sind die meisten von denen auch. Kann hier gerade gar nicht mehr interagieren mit irgendwem oder irgendwas. Die sind alle mit sich selbst beschäftigt gerade irgendwie. Die Bande feiert Shauns sichere Rückkehr und ist deswegen vorübergehend nicht für andere Aktivitäten bereit. Ach so. Also kann ich hier auch nichts reinwerfen in den Klingelbeutel oder was? Aber Alkohol gibt's hier doch, oder? Nehmen. Okay, dann mische ich mich mal hier unter das Volk so ein bisschen. Trinken. Jawohl. Zu singen anfangen. Oh Gott. Sehr schön. Wisst ihr was? Ich habe gehört, singen ist sehr viel besser, wenn man noch ein bisschen mehr Alkohol drin hat. Warte mal, ich kann doch bestimmt... Hier, warte mal jetzt. Ich habe doch noch ganz viel Alk dabei. Guter Brandy. Ja, das ist jetzt genau der Moment, wo ich den guten Brandy auspacken sollte, definitiv. Komm, der braucht noch mehr Brandy. Der kann auch einiges vertragen hier, der Junge. Den angebrochenen Gin machen wir jetzt auch noch alle. Ich habe den anderen, glaube ich, gerade die Flasche ins Gesicht gehauen. Hm. Ich nehme jetzt noch einen Schnaps hier hinten raus. So, nehmen. Mal gucken, wie weit das wieder eskaliert. Trinken. Trinken. Schön austrinken, genau. Und ich nehme mir noch eins. Der hält aber ganz schön was aus hier, ne? Trinken. Hm. Kann ich hier nochmal mitsingen? Das wäre sehr lustig. Aber so richtig betrunken wird er irgendwie nicht, ne? Gerade. Ich habe ganz schön was weggebechert jetzt schon. Ein Gin. Brandy und jetzt hier 4 Bier oder so. Das ist ganz schön viel. Einfach mehr trinken. Oh, jetzt. Jetzt haben wir den Pegel so langsam erreicht. Okay. Ich nehme mir noch ein Bier raus. Vielleicht sehe ich dann wieder Aliens. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt laufen die alle hier rüber. Grüßen. Hier, die fangen auch schon an, so ein bisschen zu schwanken. Er hier. Sehr schön. Ah, schade, haben die jetzt schon wieder aufgehört hier? Jetzt, wo ich betrunken bin, weißt du? Hören sie auf.
Dann sage ich an dieser Stelle mal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal in Red Dead Redemption 2. Mal gucken, mit welcher Mission es dann weitergeht. Bis dann, ciao, ciao!